Wir haben einige unserer Kräuter in Töpfen in unseren Gewächshäusern stehen. Thymian, Rosmarin und Salbei gedeihen so ganz prima. Majoran dabei wächst besser draußen im Garten. Ein duftender grüner Teppich. Petersilie genauso. Und Minze. Wie wunderbar, so viele frische Kräuter zum Kochen zu haben. Heute verwende ich die Kräuter für Fleischküchlein aus unserem eigenen Schweinehackfleisch. Außerdem verwende ich für dieses Rezept ein Ei, Zwiebel, Knoblauch, Salz und Pfeffer und ein bisschen Hafermehl. Das Hackfleisch kommt in eine Schüssel. Dann die gehackte Zwiebel. Und der Knoblauch. Und die gehackten Kräuter. Salz und Pfeffer. Und das Ei. Und ein bisschen Hafermehl, um alles zu binden. Dann alles gut durchkneten. Und dann kommt ein tolles kleines Gerät zum Einsatz, das mir einst Tim mal auf dem Markt gefunden hat. Damit kann man Fleischküchlein in Form pressen. Ein mandarinengroßes Stück Hackfleischmischung in die untere Hälfte der Presse geben. Die Presse zusammensetzen und pressen. Und siehe da, ein Fleischküchlein. Die Fleischküchlein werden in ein bisschen Öl gebraten, ungefähr 5 bis 7 Minuten pro Seite. Und fertig. They look great. Ooh, all sorts of things. Ooh, all sorts of things in there. Very nice. Would you try one? Mm, please. Let me try it. Ooh. Mm, lovely. Lovely? Yep, lovely. Good. Für dieses leckere Hackfleisch haben wir unsere eigenen 2 Schweine gehalten. Sie verbringen 5 Monate bei uns im Feld, wo sie eifrig umgraben, die Wintersonne genießen oder sich in ihre Hütte zurückziehen zum Schlafen. Wir füttern unsere eigenen Kartoffeln und ein bisschen Zusatzfutter. Obwohl es nicht immer leicht ist, sie dann schließlich zum Schlachter zu schicken. Wir schätzen ihr tolles Fleisch. Dankeschön, Schweine.